Und mir ist jetzt gerade erst aufgefallen, dass die Mudagens, die da leben, so drei weiße Streifen auf der Stirn haben. Das ist mir vorher noch nie aufgefallen. Und natürlich halt die Streifen an den Armen und an den Beinen, die sind mir schon aufgefallen. Aber die am Kopf, die sehen ja noch süßer aus. Ja, und das, was wir eben gerade gesehen haben, das ist der Schrickel. Oder Schrickel? Schrickel. Schrickel habe ich den immer genannt. Und da haben wir jetzt, ich glaube, drei Mal dürfen wir den jetzt verwenden. Und da sieht man schon direkt, wie diese Kraft an so metallische Sachen dran gehen, also an die Minen, also an so böse Sachen quasi. Und ich würde sagen, dann machen wir jetzt einfach mal ein bisschen Party, ne? Okay, das war scheiße. Warum hat das nicht funktioniert? Dankeschön. Ja, verballer noch den letzten, genau. Hauptsache, hoffentlich. Ja, hier ist keine mehr, das ist schön. Ja, hier sieht man die Soulstorm-Brühe. Soulstorm, übrigens auch der wahrscheinlich, also der Nachfolger wird so heißen, von dem Remake. Also quasi das Remake von Exodus, was auch um die Soulstorm-Brühe handelt. Ja. Und da war das halt immer so bei Exodus, dass wenn diese Fläschchen irgendwo im Bildschirm lagen, dass da ein Geheimnis ist. Sowas gab es halt in jedem Teil noch nicht, dass da irgendwie sowas verraten wurde. Aber ich glaube, bei Exodus war es auch böser versteckt, teilweise. Und ich finde ganz süß, dass sie da einfach zu dritt da oben sitzen und die ganze Zeit da am Meditieren waren. So, und da sehen wir... Ah, guck mal hier. Haben die es verschoben? Ich glaube, die haben das so ein bisschen verschoben. Weil jetzt sieht man einen Mudaken. Hier vorne sieht man auch noch einen Mudaken. Da oben sieht man so das Maul von einem Scrap. Und da hinten sieht man auch so einen angreifenden Pyramide. Das haben die irgendwie ein bisschen verschoben. Weil genau dieser Pyramide und der Scrap, die waren eigentlich genau da, wo halt hier drüben dieser Weg in diese super geile Welt war, gedöns. Also zwischen den zwei. Freie Feuerzone. Eine unbekannte Welt gilt es zu entdecken. Seltsam vertraut, doch was mag sich dort verstecken? Ja, die Freie Feuerzone ist eigentlich das Lager, nur rückwärts. Und das ist ein bisschen schwieriger. Und es gibt aber noch genau die gleichen Verstecke wie vorher. Ich würde sagen, ich spiele jetzt noch bis nach Rapture Farms rein. Und Rapture Farms machen wir dann in der nächsten Aufnahme. So, was ist da? Das war Glück. Ich laufe jetzt einfach mal. Ja, das war doch... Ist nur einer, ne? Okay, da ist das Strom, das ist schön. Da haue ich den mal direkt rein. Alter. Krieg ich einen Kackreiz. So. Dann, erstes Geheimnis. Hier unten sind keine Dinger. Da nehmen wir uns noch was von mit. Ah ne, warte mal. Was ist denn hier? Was steht hier? Vergiss deinen Stein nicht. Okay, noch kein Geheimnis, aber da kommt noch was. Steinchen haben wir, drei Stück. Kommen auf jeden Fall. Was war hier drüben? Ne, da kommt keiner mehr raus, war nur einer. Ja, da oben kommen wir nicht weiter, weil da ist Strom, den können wir nicht abschalten. Na gut, weiter geht's. Ach, diese kleinen leuchtenden Pilzchen. Ich liebe leuchtende Pilze. Ich habe mir auch wieder billig leuchtende Pilze bestellt. Huch.
So. Habe ich Steine? Ja. Okay. Leuchtende Billigpilze bestellt. Ach, die Steine brauchen wir hier. Das war scheiße. Wow. Alter. So, ist hier unten noch einer? Nein. Okay. Boah. Ich raste hier gleich aus, ey. So, ich glaube, wir brauchen aber hier. Keine Dings mehr. Ich bin etwas verwirrt. Nee, ich bin gar nicht hier. Will ich mal rum? Warum der mich jetzt nicht gehört hat, weiß ich nicht, weil ich bin gerannt. Oh, das hier ist eine doofe Stelle. Billigpilze, die so leuchten. Für 1 Euro. Bestellt. So. Wenn wir jetzt an diesen Hebel ziehen, fliegt diese Mine auf mich zu. Und ich glaube, ich muss jetzt einfach weg. Ja, das war gut. Und ich hoffe mal, dass wir dadurch nicht hier... Oh, fuck. Ey, irgendwie habe ich das Gefühl, wir hätten hier was verpasst. So in Sachen Geheimgang. Ich meine, hier wäre viel mehr gewesen. Aber jetzt kommen wir einfach noch hier oben raus, ne? Okay, Steine habe ich keine mehr. Ich glaube, ich darf die hier gar nicht deaktivieren. Okay, ich dachte, da könnte ich noch ein bisschen. Komm her. Los. Hopp. Komm. Alter, warum kommst du nicht hier rüber? Wie habe ich das immer gemacht? Nein! Warum bin ich nicht gestorben? Komm mal. Okay, ich muss das anders machen. Genau so. Hoffe ich mal. Das Lock. Ja, das müsste eigentlich funktionieren, dass ich von da aus wieder nach oben springe. Bin ich tot? Ja. Okay. Dann muss ich dich mal ein bisschen hier hinlocken. Oder auch nicht. Vielleicht ist das doch nicht so geil, was ich gemacht habe.
Das sollte doch eigentlich so funktionieren. Ich muss mich nur hochziehen und das reicht eigentlich schon. Ja. Wunderbärchen. Hammer doch. Ey, hier waren... Jetzt komme ich hier nicht mehr hoch. Ich gehe jetzt einfach mal hier rein. So. Das ist Zulag 1 und das ist Rapture Farms. Ich speichere mal ab. Schnell speichern. Sollte eigentlich... Ja... So. Zulag 1 müsste eigentlich ein neues Kapitel sein. Ich habe sau das Gefühl, dass wir bei der freien Feuerzone... Da war überhaupt kein... Null. Ich dachte, da wäre jetzt eigentlich nochmal alles komplett rückwärts. Kann natürlich auch sein, dass ich mega durcheinander bin. Aber wir gucken mal in der Kapitelwahl, wie es hier so aussieht. So, 100, 100, 0, 0, 100. 100. Okay, freie Feuerzone gab's nichts. Das ist schön. ich gucke gar nicht, wie viel es bei Zulag 1 gibt, weil sonst weiß ich das, ja? Und dann... Ich lasse das mal weg. Oh, Scrub Ancient, das ist 3 Minuten 31. Ja, das ist alles fein. Fein, fein, fein. ja. Ich hab nicht hingeguckt. Ich hab's nicht gesehen. Ich bin aus Versehen da runtergegangen, aber ich hab's nicht gesehen. ach, und wenn, ist ja auch egal. Gut. Dann hoffe ich mal, dass euch die heutige Aufnahme hier gefallen hat. Und dass wir uns dann beim nächsten Mal in Zulag 1 wiedersehen. Und vielleicht ist das nächste Mal schon die letzte Aufnahme. Gut. Dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.